Recyceln statt wegwerfen. Reparieren statt ersetzen. Regional einkaufen statt global konsumieren. Wir alle können nachhaltig handeln. Unter dem Motto Warten bringt nichts trafen sich Jugendliche und junge Erwachsene beim Jugendkongress in Bad Cannstatt, um sich zum Thema Nachhaltigkeit und Energiewende zu informieren. Die mobile Informations- und Bildungsinitiative Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg präsentiert den Besuchern eine Multimedia-Ausstellung zum Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Beim Jugendkongress Warten bringt nichts versammelten sich Jugendliche und junge Erwachsene in Bad Cannstatt. Mit dabei beim Jugendkongress ist auch ein zweistöckiges Expeditionsmobil der Baden-Württemberg-Stiftung. Also wir haben über 20 Exponate im Mobil zu ganz unterschiedlichen Themen in diesem Themenbereich Energiewende. Wir haben zum Beispiel ein Exponat, wo es um die Frage geht, wie kann ich zu Hause Energie einsparen. Und ein Haus auf der einen Seite ist ein Altbau, auf der anderen Seite ein sehr energieeffizientes Haus. Wenn man dann Knöpfe drückt, dann sieht man, wo lässt sich Energie sparen oder was hat sich auch architektonisch verändert. Oder wir haben ein Knallgasexponat, wo man kurbeln kann und dann Wasserstoffgas herstellt, was dann explodiert. Und dann sieht man mal, wie viel Energie da drinsteckt in diesem Wasserstoff. Und das wäre eben so eine Option, um zukünftig dann Energie zwischenzuspeichern in Form von Wasserstoff. Wir haben ansonsten sehr viele Exponate, wo es um die Frage geht, was kann man selbst denn dazu beitragen? Oder auch in der Mitte ein Spiel, wo viele Leute zusammenspielen. Und wo eine Idee dargestellt wird, dass wir Strom zukünftig insbesondere dann verbrauchen, wenn er im Überfluss vorhanden ist. Alle Teilnehmer können das Ausstellungsfahrzeug auf eigene Faust erkunden. Mitmachen, anfassen und ausprobieren ist beim Jugendkongress ausdrücklich erwünscht. Wir haben insgesamt 7 Workshops heute. Wie zum Beispiel wird heute eine Tauschbox gebaut von der Schreiner Innung. Und die haben das schon alles vorbereitet. Die Teilnehmer dürfen dann eben die Tauschbox zusammenbauen, dürfen die selber bemalen. Genau, dann haben wir noch einen anderen Workshop, wie zum Beispiel den Imker-Workshop. Da haben Engagierte aus Eutingen ihre Bienenvölker mitgebracht. Das sind 50.000 Stück, also ganz toll. Da erfährt man eben mehr über die Entstehung von Honig, wie passiert das alles, was hat es zu tun mit dem Bienensterben gerade, was natürlich auch ganz präsent in den Medien ist. Und dann haben wir noch einen Workshop, zum Beispiel auch hier, der geht über die Energie. Und da wird ein ganz innovatives Thema angesprochen, wie zum Beispiel, wie gewinnt man aus Wärme Energie? Also wie kann da Strom erzeugt werden? Das ist ein Prototyp, der heute da ist, der noch nie veröffentlicht ist. Also ganz, ganz tolle, spannende Sachen heute. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema heutzutage. Gerade bei Problemen wie der globalen Erwärmung, Problemen im Ressourcenbereich oder auch im Sozialen. Um diese Probleme zu lösen, müsste jeder Einzelne bewusster leben. Also Nachhaltigkeit ist wirklich ein Projekt, was jeden was angeht, wo jeder was dazu beitragen kann. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Beispielsweise, indem man Energie spart, durch solche Aktionen wie den Standby-Betrieb auszuschalten, sich zu überlegen, wie benutze ich eigentlich Strom und auch Wärme im Haushalt. Oder auch eben zu überlegen, wie bin ich mobil, kann ich vielleicht mehr Fahrrad fahren, weniger Auto fahren stattdessen. Auch das ist ein ganz großes Thema. Oder auch einfach durch solche Aktionen wie, was für Produkte kaufe ich, wo kommen die her, wie werden die hergestellt, kommen die vielleicht aus der Region. Das sind alles einfach ganz kleine, aber sehr effektive Dinge, die man im Alltag integrieren kann und die dann in der Gesamtheit viel ausmachen. Gerade hierzulande lebt man über seine Verhältnisse. Nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein, hoffen die Veranstalter, dass sich in den Köpfen der jugendlichen Besuchern Denkansätze in die richtige, also nachhaltige Richtung entwickeln.